Und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars die Skywalker Saga. In der letzten Folge haben wir Episode 7 weiter gespielt. Wo bin ich überhaupt? Und wir sind jetzt gerade auf Crate und versuchen hier gerade einige Steine zu sammeln. Aber ich glaube, da wir hier nur zwei Helden und einen Astromech-Druiden haben, da kommen wir halt nicht sehr voran mehr mit dem Sammeln. Ne? Deswegen müssen wir wahrscheinlich die letzte Level von Episode 8 hier gerade spielen, ne, wo wir uns gerade befinden. Und ja, wenn ich wüsste, wo ich da noch mal hinkomme, dahin ist richtig. Denn das so ein Notsignal ist, nicht einfach, was ich schon gemacht habe, keine Ahnung. So, jedenfalls, wir müssen da lang und die letzte Level starten, ne? Sonst sind mir hier irgendwie die Hände gerade gebunden, ne? Kann ich wirklich viel machen? Ich weiß nicht, ob ich diesen Planeten hier verlassen kann. Mit drei Charakteren kann ich nicht viel erkunden. Also machen wir das mal ganz schnell, ne? Ich muss das schon wieder machen. Warum muss ich das schon wieder machen? Boah. Ne. Muss ich wieder trampolieren und so. Boah. Gut. Weißt du auch, wie das Ding funktioniert? Ja. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das nochmal machen muss, aber okay. Letztens konnte ich ja schon die Level direkt starten. Ja, ich mache ja schon. Gott. Wir sind bei 78%, habe ich übrigens gesehen. Also so viel ist gar nicht mehr übrig, ne? Das ist cool. Ja, ich weiß. Ich mache ja schon. Bauen. Hallo. Bauen. Da. Bauen. Muss ich sagen. So, was sind ich gerade oben? Was? So, hoch da. Mach das Ding an. Weiß nicht, warum ich das nochmal machen muss. Aber meinetwegen, mache ich doch gerne. Es funktioniert. Yay. Das war halt nicht zu schnell schon mit der Episode ja fertig, nehme ich an. So ein Blödsinn. Ich habe da keine Bedenken. Okay. So, jetzt. Genau. Also bei solchen Sachen wundere ich mich gar nicht, warum hier die Markierungen nicht weggehen. Wenn er hier, wenn das Spiel hier so am Rumspacken ist. Ganz schlampige Arbeit. Ja, da kann ich nicht machen, brauche ich Jedi. So, jetzt können wir in die nächste Level rein, ne? Level starten, Streusalz in die Wunde. Ist das schon die letzte? Ja, ne? Wir müssen uns um das Geschütz kümmern. Mein Gott. Achtung, Bodentruppen! Deckt sie ein bisschen auf. Da spiele ich das jetzt ja. Ich dachte, ich gehe schon direkt in den finalen Kampf hier gegenüber. Mein Wert, glaube ich, ein bisschen zu kurz, ne? Oder auch nicht. Nein, trink nicht diese Milch. Geschütz ist geladen. Ich war da. Okay, vielleicht speeden wir doch hier durch. Was? Auch runtergefallen. Uff. Ich würde sagen, wir gehen direkt in den Kampf.
war, glaube ich, das Thumbnail von dem Level. Folge denen. Ich habe ein blaues Lichtschwert wieder. Was ist aus seinem Grün passiert? Oh, okay, wir werden aufgeteilt, alles klar. Lass mich das lieber erst machen. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich hier wieder drauf gehen ein paar Mal. Okay, das ist cool. Aber ich wollte die Herausforderung nämlich hier erstmal kaufen, ja, ne? So, box dich durch die Kristallhöhlen. Entdecke den MSE-Druiden und zerstöre den Notausgang. Entdecke mit dem Protokollterminal eine Abkürzung. Okay. Wo? Oh. Alle verfügbaren Waffen abfeuern. Alter. Kein Ding. Ich sehe ein paar. Ich bin hintergangen, Ben. Es tut mir leid. Da bin ich mir sicher. Mein Gott, ich kann fast gar nichts mehr machen. Ey. Dein Durchhaltevermögen ist fast bewundernswert und unglaublich frustrierend. Na, wechseln wir mal. Der wird das schon schaffen, ne? Okay, box dich durch die Höhen. Ich nehme an, ich muss dann halt nicht schießen oder so, ne? Was war da noch? Alle anderen Level habe ich übrigens schon noch mal gemacht, habe ich das schon gesagt. Goldterminal, eine Abkürzung. Box dich durch die Kristallhöhlen. Ich nehme an, ich muss, darf dann nicht schießen, ne? Dann würde ich jetzt mal raten, ne? So, Luke weicht da die ganze Zeit aus, ey. Ja, gut. So, was ist da? Wir können einen anderen Weg finden. Immerhin wissen wir, in welche Richtung er geht. Ich nehme an, ich muss den Kampf mit Luke halt auch machen, ne? Ja, ich bin der Verantwortliche, oder? Es gibt keinen Grund zur Sorge. Noch nicht. Seht nur, können wir da irgendwie durch? Das ist eine alte Minenanlage. Wow. Ah, okay, was soll ich sagen? Ja, ich habe ja alle Dinger hier wieder aktiviert, sehe ich gerade. Nein, dann bin ich doch viel zu stark. Meine AP und so. Schiff verbessern, Sammelgegenstände. Ne, das darf es anbleiben. Mehr Gesundheit. Wo ich nicht glaube, dass ich das brauche. Gesundheit wiederherstellen, ja. So. C3PO, haben wir den nicht auch? Ja, schon wieder noch zwei Helden und ein. Boah. Warum hast du Dynamit im Mund? Darüber springen wir. Ich wollte schon sagen, kann ich das. Oh Gott. So. Und da war es cool. Da war es weg. Jetzt auch noch irgendwas. Nein. Ich brauche noch mehr Dynamit. Pass doch auf, gerade halten. Ich gehe noch mal zurück. Bestimmt auch noch irgendwas, ne? Guck mal. Nicht in bester Verfassung. Was denn? Da fehlt nur eine neue Spitze und eine Batterie. Neu. So, alles was so glänzt, da kann man wieder neu aufbauen, glaube ich, ne? Boxhandschuh, Bohrer. Ah, box dich durch die Höhlen. Ich kann nicht glauben, dass es keine mit Rädern gab.
Ja. Ich verstehe. Box dich durch die Höhlen. Gong. Wo? Da. Oh, super. Was hat er geschossen, weil ich halt Luftangriff gemacht habe? Ah, hier, ne? Mal alle Dinger hier. Ja, das gibt mir bestimmt ein Dings, ne? Und das hier. So. So, Gong. Gehen wir da rein. Jetzt boxen wir uns durch die Höhle, ne? Oh. Aus dem Weg. Und jetzt. Boden. Oh, schön. Mit Style. Bam. Okay, dann kann ich wenigstens schießen. Oh, geh nach vorne. Ich drück nach vorne. So, ich muss gleich nochmal zurück. Und bam. Sehr cool. Oh, ich muss immer wieder neu nach vorne drücken, Mann. Box. Box, Box, Box. Ah. Weiter geht nicht. Okay. So, was haben wir hier? Die ganze Zeit nur Luke so ausweichen. So, warte mal hier. Muss das hier rein? Aufgewacht bin, hätte ich nicht gedacht, dass ich heute jemanden über eine bodenlose Schlucht tragen würde. Bodenlose Schlucht. Ach, das ist dann drinnen, ne? Sind wir schon fast da? Ja, da rein. Ja, jetzt kann man ein Picknick machen. So, und nun? Oh. So, ich muss schon sagen. Das ist einfach so ein Hühnchen. So ein gebratenes. Okay, cool. So, jetzt weiß ich aber, gehe ich jetzt hier die ganze Zeit voran oder habe ich hier so im Kreis? Hier ist eine Höhle. Eine Höhle, eine Karte. So, das kann ich ja wieder schießen, ne? Also konnte ich die ganze Zeit, nehme ich an. So, da brauche ich einen Schrott-Sombler. So. Ich nehme an, wir gehen noch mal zurück, oder ist das hier für, gehen wir noch mal zurück den anderen Weg, ne? Müssen aber, also ich darf aber ein Ziel, müssen wir mal gucken, ne, damit wir alles kriegen. Ich gehe sowieso noch mal in die Level rein, aber was soll's. Ist Luke schon mal einmal da gestorben? Ich glaube nicht, der ist die ganze Zeit am Ausweichen, ne? Kann er eigentlich nicht sterben, ne? Für die, ja, die hat halt Wissen, ne? Jetzt hat der Luke, ne? Das ist genau wie im Intro, ey. So ein Gesichtsausdruck von Kylo, so, what? So, jetzt bin ich unten, genau. Da oben ist ein Schlüssel, ne? Wo ist hier? Wo ist er nicht? Gut, dann haben wir ihn hier noch. Sag mal. Wo sind die Dinger da? Kommst du auch gar nicht durch?
Was los? Kommen irgendwelche Gegner? Aber ja. Kann man das? Ich halt nicht hochheben. Wieso nicht? Ich dafür eben Macht. Brauche ich dafür eben Macht? Überspringen. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesehen. Mein Gott. Du hast das kaputt gemacht, du blöde Kuh. So. Also. Oh, kann ich das echt nicht hochheben? Ach man. Wieso, ich kann Jedi win? Boah. Nur ein Jedi schafft es, Dinge vom Boden aufzuheben. Da brauche ich hier mit. Was hat der? Wow. Riesen Maus-Druide. Okay. So. Oh. Anscheinend habe ich was Geheimes gemacht. So, hier ist was. Zum Interagieren. Wahrscheinlich wieder so ein Teil, das ich nicht benutzen kann, ne? Da stecke ich den Kopf rein. Ja, und nun bauen Dingens. Mein Gott, ey. Wie viele Wege mache ich denn hier noch auf? Was ich hier machen? Also. So viele Sachen zu interagieren. Ich glaube, jetzt bin ich hier schon wieder im Kreis, ne? Ja. Ich wollte schon sagen, wie die halt irgendwie geregelt haben, ja, mit der, weil nur dem finalen Kampf war ja ein bisschen jetzt nicht langweilig, aber war ja ein bisschen kurz gewesen, ne? Warum, ich habe mich, ob die mich dann irgendwie rausschmeißen hier in den Kampf direkt. Das sind zwei Wege hier. So, währenddessen, was geht? Was, wir haben noch nicht getroffen, Kollege. Bisschen, wenn ich nichts drücke. Ah. Schon ein bisschen anstrengend, Kollege. Bin jetzt gegen eine Schrottsammlerin. Schieß, General Hux. General Hux. Versuch es noch mal. Der Stand ist tot. Der Krieg ist vorbei. Und wenn ich dich töte, dann töte ich damit den letzten Jedi. Erstaunlich. Jedes Wort, das du eben gesagt hast, war falsch. Oh. Oh. Los, tanzen. Tanzen wir beide. Oh. Willst du auch tanzen? Oh. Mehr. Mehr. Nicht eingerostet. Egal, ich werde dich dennoch schlagen. Oh, warte mal, erst mal ein bisschen. Muss ja mal hier wieder gucken, was los ist, ne? So, was war hier noch übrig? Entdecke mit dem Protokollterminal eine Abkürzung. Protokollterminal, das heißt auch Protokolldruide, ne? Ich scheine auch keine Herausforderung zu bekommen, irgendwie Kaido zu besiegen oder so, ne?
Ich habe mich auch, wenn man eine Sache hier fertig macht, ob man dann durch ist, weil mit dem Kampf ist ja voll schnell erledigt eigentlich. Na gut, so war fertig. Dann geht es ja noch weiter. Ja. So, hier nehme ich an, komme ich nicht vorbei, ne? Außer ich mache weiter. So eine kleine Vermutung, ne? Wie wäre denn eigentlich, wenn man dann jetzt zu zweit spielen würde? Wenn dann einer hier Luke spielen, einer wird hier die Gruppe spielen? Man kann ja nicht zurückwechseln. Weil hier ist man ja alleine, ne? Das heißt, da könnte ja nicht zu zweit gehen. Versuch's nochmal. 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 Mehr. 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 Was? Was geht hier vor sich? Die Rebellion wurde heute wiedergeboren. Der Krieg hat gerade erst begonnen. Und ich werde nicht der letzte Jedi sein. Na, jetzt geht's ja weiter. Wir sind so nah dran. Sie müssen hier drin sein. Nee. Wir können nicht all diese Steine bewegen. Unmöglich. Leute, ich kann euch hören. Könnt ihr mich nicht hören? Ich bin gerade etwas beschäftigt. Wir sind fertig. Finn, ich bin hier. Hallo? Seid ihr dahinter? Hallo? Na gut. Also ihn gerade auch angeht. Erfüllt von Hass, werde ich immer bei dir sein. Genau wie dein Vater. Nicht jetzt. Geh weg, los. Komm später wieder. Danke. Ach so. Ja. Einer der besten und respektvollsten Tode aller Zeiten in Star Wars, ne? What? Luke ist fort. Ich habe es gefühlt. Ich habe es auch gefühlt. Wie wollen wir darauf eine Rebellion aufbauen? Wir haben alles, was wir brauchen. Und ja. Yeah. Mein Gott. Naja, diese Szene macht voll Sinn. Da müssen wir den Ton abstellen. Den letzten Jedi, ja, diese letzte Szene hat gerade voll Sinn gemacht, ne, natürlich. Also war er nicht der letzte Jedi. Das soll uns diese Szene am Ende sagen, ne? Außer, die hatten keine Ahnung, was die damit machen sollen. Vielleicht. Okay.
Oh, ich habe nur einen. Da. Kylo Ren, ohne Helm, mit Narbe. So, freigeschaltet sogar, ohne ihn zu kaufen. So, General Hux, ja. Oh, den muss ich kaufen, ehrlich. Kylo Ren, ohne Oberteil. General Leia, schwarzes Gewand. Tamiri Black. Das hat kein Kind, haben wir freigeschaltet. Er hat einen Namen. Okay. Ton an. Okay, cool. Dann haben wir das abgeschlossen. Ne? Ihr wisst, wie es jetzt wieder weitergeht. Ne? Direkt mit Episode 9. Nein, natürlich nicht. Wir gehen in 2 Spiele. 79%. Wir gehen nach Crate und können jetzt hier endlich alles erkunden, weil wir jetzt Charaktere haben. Das ist doch schon mal gut, ne? Cool. Oh, jetzt das ist hier offen. Geht da wieder zu. Ja, schade. Cool, alles klar. Episode 8 abgeschlossen, ne? Meine... Die Episode, die mir am meisten gefallen hat und vielleicht vielen anderen auch, ne? Aber das ist nur meine Meinung, ne? So. Alles klar, wo ist er? General Hux. Ja, du hast keine Lines, so ist auch wieder sowas von nicht fair, Mann. Okay. Bösewicht Luke verkleidet. Gibt es hier irgendwo Blaumilch? So, wenn noch dieses Kind haben wir freigeschaltet. Kylo Ren haben wir ein paar Mal freigeschaltet, ne? Kostet er 200.000? Kylo Ren, der dem Schrottsammler Mädchen gegenüber stand, als zweitbester Ab und als zweitbester Abschluss ist bei einer Jagd nach Rey Stärke nie geworden. Es scheint, dass die Macht sie immer wieder zusammenbringt. Also ich dachte, da würde irgendwie was stehen, so, so Ben Swallow. Er ist super buff. Ich mag diese ganzen Memes davon. Straßenjunge in der wohlhabenden Stadt Kanto Bay kümmert sich um die Quartiere in der dunklen Stelle. Sein Freund, die Geschichte von Luke Skywalker in der Schlacht von Quaid erzählt hat, merkt ihn, dass er möglicherweise mehr mit Meister Skywalker gemeinsam hat, als er einst dachte. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, das wird irgendwann dann erklärt, ne? Und voll. Ich will mal jemand anderen hier. Wen haben wir noch nicht? Rido. Ja, auch nichts zu sagen, verdammt. Chupacabanki. Achuapanki. Okay. Cool. Ja, dann müsst ihr jetzt wieder was los ist, ne? Freies Spiel für die nächsten paar 3-4 Episoden, ne? Wir können jetzt endlich mal die Höhle erkunden, ohne jetzt irgendwie, weil nicht voll nichts machen zu können. Und sammeln wieder und sammeln und sammeln und sammeln und sammeln und sammeln. Sind ja nur noch 300 so ungefähr übrig, ne? So lange ist das. So lange dauert. Wow. Hab ich gar nicht gesehen. Das war vorher aber noch nicht hier, ne? So. Oh, das finde ich sehr gefährlich hier gerade. Wow. Gott. Welcher Commander ist denn da ganz am Jaulen, ne? Immer weiter am Jaulen, bis zum allerhöchsten High Ground, ne? So, die Quest habe ich ab schon angenommen, ne? Wer ist denn die ganze Zeit am Jaulen, ne?
Somebody shot that dog up. Kein Grund zur Panik. Es ist bloß die erste Ordnung, die mit einer gigantischen Tötungsmaschine antritt und unsere supergeile Basis jeden Moment entdecken wird. Was es keine Umstände macht, könnt ihr vielleicht die schwarze Unendlichkeit fliegen und uns von einem unendlichen schwarzen Schicksal bewahren? Klar. Worauf wartet ihr dann noch? Viel Glück zum Verjagt diese garstige erste Ordnung. Das ist schon wieder so eine Flug, ne? Erste Ordnung ist Teil. Das ist schon wieder so eine Flugmission, ne? Wo ich wieder 3 Wellen abknallen muss, ne? Es war ja sowas von klar. Aber nein, danke, noch nicht. Wer ist denn hier die ganze Zeit am Jaul? Ne. Wo bist du? Ich gebe dir aufs Maul. Ich wechsle, jetzt kann ich wechseln. Eine sehr komische Stimme für Guido. So. Ich muss ja weg, bevor mich dieser Köter jetzt so Weißglut treibt. So. Was ist hier? Wie kommt man da hin? Da macht, ne? Ich werde nicht versagen. Ich habe keine Angst. Ich nehme an, ich muss einfach nur runter, ne? Nimmst du das? Nicht einfach nur gegenpusten, auch aufnehmen. So. War das richtig? Ja, ne? Da ist eine Leiter drin. Der alte Renner hat das früher mal. Schatz im Schacht. Okay, cool. Was ist hier drin? Habe ich da schon? Was auch immer da drin ist, ja. So ein bisschen komisch jetzt hier mit dem letzten Planeten anzufangen, mit dem Erkunden, aber. Ich konnte ja gar nichts, so gut wie gar nichts hier erkunden letztes Mal. Deswegen muss ich ja jetzt hier ein bisschen was machen, ne? Hier ist irgendwo einer. Aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Wird vertagt. Hier ist auch irgendwas anscheinend. Ah, guck mal da. Mir gerade selber Schaden gemacht. Was ist das? Weißt du, woher das kommt? Nimm es mit, wenn du willst. Nicht, dass ich darüber entscheiden dürfte. Aber ich bin eben ein Rebell. Entschuldige. Wir sind ja jetzt der Widerstand, nicht wahr? Na, dann bin ich eben ein Widersteher. Besser? Okay. So, ich dachte, du gibst mir jetzt einfach was. Was auch immer es ist, wird mich zu Weißglut treiben. So, hey. Da ist das Ding. Thomas Schatz. Der sagt mir einfach so, oh, willst du das haben? Sag mir noch nicht mal, was das überhaupt ist oder so. So. Wo ist hier der Schatz? Hier runter, da runter. Nein. Oh. Na gut, dann weiß ich nicht, wo hier dieser Kristall ist. Stein, was auch immer, da drin. Ah. Da oben. Es hat geklappert. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich werde das schon herausfinden. Irgendwann, vielleicht, eines Tages. Also irgendwie finde ich trotzdem nicht so viele Dinger hier, habe ich so ein Gefühl.
So, ich habe, wir fehlen noch 12 Stück. Was sind die ganzen Sachen hier? Das ist natürlich so schwer zu finden. Wer ist da die ganze Zeit am Jaulen? Wer ist das? Warum muss ich mir jetzt wieder die ganze Zeit hier anhören? Wie so blöden Viecher von Tatooine. Muss dann unbedingt sein, ey. Da, wo sind die Dinger zum Ranziehen? Wie sind da so Dinger zum Ranziehen gewesen? Die sind weg. Warum? Ja gut. So, Macht. Der alte Ben hatte sowas mal. Nein, weil ich vorhin was gesagt habe. So, hier muss ich irgendwann mit der Macht machen, ne? Alles klar. So, das erste Ding, da muss ich ja nichts machen, ne? So, machen wir mal so, ne? Dann geht das da rein, oder? Was? Eben so. Was? Also muss ich dann im letzten Moment drunter gehen, ne? Was kommen? Ha! Dililililit. Yay, meiner. Wow, das ist fantastisch. Alles klar. So, hier kann ich irgendwas machen. Ich glaube, das hatte ich noch nicht, ne? Mit meinen gruseligen Protokolldroiden hier reingehen. Ladestelle Canto Bight. Merken. So, General Hux. General Hux. Ich bin General Armitage Hux. Er hat sogar eine. Er kann sogar reden in diesem Spiel. So. Das ist auch eine Quest, sehe ich gerade. Du bist diese. Oh, Verzeihung, wie peinlich. Ich habe versucht, den Ruf des Waldtex nachzumachen. Jetzt weiß ich, wen ich einer reinscheuern kann. Seitdem keine mehr gesehen und meine Versuche, sie herauszulocken, waren bislang erfolglos. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Könnt ihr vielleicht mal nachsehen? Danke. Klar. Es muss hier Hinweise geben, wohin die Waldtisses entkommen sind, die ich übersehe. Versucht, was herauszufinden. Ich bleibe hier. Ach, bitte nicht. Übe meinen Waldtex-Ruf. Ich hoffe, du hast damit auf, nachdem ich die Quest abgeschlossen habe, ne? Sonst klatscht es eine. Ich habe gesagt, es klatscht eine, wenn du mal weitermachst. Meine Güte. Bald ist es. Gesehen habe ich sie nicht. Aber ich könnte schwören, ich habe vorhin da drüben ein Heulen gehört. Schwer zu sagen bei den schrecklichen Lauten, die Daisy von sich gibt. Okay. Da soll ich vielleicht auch mal reingehen, ne? Ich würde dir gern weiterhelfen, aber ich weiß auch nicht, wo die Waldtisses sind. Schade. Wären schöne Maskottchen. Ich könnte mich als Waldtex verkleiden und bei Besprechungen tanzen, um die Moral zu heben. Nein, Schorsch. Der General hat gesagt, keine Kostüme mehr. Nicht mehr nach dem Vorfall. Lass mich mal da rein. Ist bestimmt auch noch was, ne? Yep. Okay. Warte mal hier. Alles klar. Du weißt, weshalb ich hier bin. So, machen wir. Boom. Dann machen wir.
Boom. Wow. Boom. Ja. So, jetzt auch viel einfacher. Wir haben noch einer. Fehlt immer noch einer. Eine Güte. Donk. So. So. Immer noch einer? Nee, ne. Ja. Drei böse mit dem Team. Also hat er schon ja vorher geredet, bevor er sein Dings geht er durch. Was? Meine Güte. Moment. Hey. Oh, hey, na? Ich kann mich gar nicht an irgendwie so andere so Holdo Charaktere erinnern, ne? Er muss da drin gefangen sein. Da könnten noch mehr sein. Können wir was tun, um ihn zu befreien? Wenn wir doch nur von der anderen Seite rankämen. Vielleicht kann ich sie ja mit meinen Rufen herauslocken. Oh mein Gott. Ich mag das schon. Ups. Okay. Machen wir mal hier hin. Machen wir den mal hier hin. Oh Gott, der Sprung ist so komisch. Ha, alles klar. Ha. 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 Ha, 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 ha. Und jetzt, meine Brüder und Schwestern, auf in die Freiheit. Yeah. Warte, wie ist da durch die Tür kaputt gegangen? Hey. So, jetzt die Klappe. Nun, das lief besser, als ich gehofft hatte. Was die Tiere wohl wieder zurückgebracht hat. Eure seltsam beruhigende Ausstrahlung oder meine täuschend echten Rufe. Wenn du jetzt noch mal jaulst, dann nie erfahren. Auf jeden Fall sind die Waldtisses befreit. Ende gut, alles gut. Jetzt muss ich gurgeln gehen. Vom vielen Heulen habe ich Halsschmerzen. Was kenne ich? Oh, das ist eine Mission für einen TIE Fighter, für ein Fahrzeug, für ein Luftschiff, für ein fast für ein Raumschiff. Sie habe ich natürlich sofort freigeschaltet, ne? Ist klar. Hallo? Hallo? Warum? Ach da. So, fällt mir übrigens ein. Ich habe letztens gesehen, ich habe voll viele Punkte hier. Die kann man ja mal für irgendwas ausgeben. Ne? Hier habe ich schon alles, ne? Was brauche ich denn noch hier? Was will ich denn hier noch? Deckungsbrecher. Mal das. Und tun wir die Rutsche auch noch. Haben wir schon wieder zwei. Haben wir eine Sache wieder abgeschlossen. Ist halt immer noch am. Okay, jetzt hat weg. So, 100%. Trainingsruide. Abflug. Dann habe ich mal offscreen gesehen, was das ist. Den hier und den hier und den hier. Sag ich vollkommen egal. Den hier. Boom.
So, wieder ein abgeschlossen. Und den hier. So. Gehen wir nicht auf den Nerven, ich weiß. So, achso, ja, den habe ich auf Screen freigeschaltet. High Science has Supremacy in der Mikroform. Okay. So, wo ist das Schiff? Ich habe gerade die Mission mit dem Schiff gesehen. Das ist keine Aufgabe für einen hochrangigen Offizier. Nein. Wo ist die Mission? Hier ist die Mission. Was? Was habe ich gerade kaputt gemacht? What? What? Wo ist du hin? Komm gefälligst zurück. Da war ich doch gerade. Ich kann auf mich aufpassen. So, haben wir mal eine andere Version von Ray. Nö. Also ja, dann sind alle schon Jedis, ne? So etwas kenne ich nur zu gut von Jakku. Mein Gott, sie voll schlamm klettern. So, wo bist du hin? Guck mal da. Ah, meine Hand. Mit der nackten Hand einfach da so rüber. So. Das ist mehr als ein paar Rationen wert. So. Ich habe mal gesehen. Da kann man auch. Ist dann einfach dafür da. What? Da konnte man so ein Netz einpacken, ne? Man nicht dafür. Anscheinend nicht, ne? So, jetzt hat mich dieser blöde Fuchs abgelenkt von. Da ist er noch. Von diesem Schiff, das ich hier eigentlich haben wollte. Aber egal, wird ja nochmal angezeigt, ne? Ja, alles klar. Ich glaube, der Fall, dass du so gesprungen bist. Was? Denkst du dich gefälligst daran? Okay, warum jetzt? Mädchen, halte ich da fest. Danke. Okay. Okay. Die Dinger habe ich aber auch schon kaputt gemacht. Weiß nicht, warum das wieder alles hier. Wer repariert das denn, Mann? Hier geblieben. Hier geblieben. Hier geblieben. Aha. Okay. Meine. Einfach mit dem Bein eingesammelt. Okay, danke. Ich meine, das hätte ich eigentlich. Ich hätte nicht auch Leinen finden können eigentlich. Vielen Dank. Da verschwindet er. So. Ich dachte, er wäre ein Schalter. So, jetzt wurde ich hier wieder voll abgelenkt. Ne, jetzt wollte ich eigentlich zu dem Schiff dahin. Aber okay. So, da oben ist noch irgendwie was da. Habe ich nicht auch irgendwo ein Datenpad mal irgendwo gesehen, wo hatte ich das schon? Ne, hat er schon eingesammelt, ne? Ja. Bin mir ziemlich sicher. Oh. Okay. Jo. Wie komme ich da hin? Die Jedi hob, oh. Diese Jedi hoben mich. Immer früher ständig hoch und warf mich in die Gegend herum wie ein Nuna, weil lausige Roben tragende Wookie-Treiber, sagt ihn nicht, das habe ich doch schon mal mit dem geredet. Ah, ich verstehe. Hehehe. So kommt man dahin. Damit kann man sich eigentlich voll viele Sachen erschießen, habe ich so gefühlt, ne? Ich bin Luke Skywalker. Geh doch hoch und hol mir das Ding.
Boom. Nicht den Kopf stoßen. So, habe ich da schon dann eine... Was? Okay, ich wollte schon sagen, sind hier 3, 4 Dinger. Aber dich und dich, 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 dich. 12 Stück. Da. So, wo ist der letzte? Wo ist er? Wo ist der? Da ist er. Irgendwo. Boom. Kristallknacker. Boom. Alles klar. Ich verziehe mich wieder. Vielen Dank für den Stein. Vielen Dank. Wie lieb von ich fand das Lied schon immer witzig und wie hat Ende. Wie lieb von dir. So hat Ende. Wer liefert Tabaluga? Alle Drachen wollen fliegen. Da, 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 da. So habe ich da den Kopf, okay. Und den Peter Maffei. Ich habe letztens ich mir einige Paprikaschoten von Tabaluga geholt. Letztens. Was ist das? Und den hier. Meiner. Im Dunkeln funkeln. So, oh, jetzt bin ich auch zufällig genau da, wo ich wieder hin wollte. Mit dem Schiffchen. Wenn ich wieder wüsste, wo das ist. Seid ihr drunter? Darunter kann man nicht, ne? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Oh. So, warte mal hier. Okay. Ist das eine Mine? Okay, oh, da ist ein da ist das Ding, alles klar. So, und nun? Was? Oh Gott. Ich meine, ich wäre mit einem Schlag weg, ne? Ich aus dem Weg. Und nun? Die Dinger haben Probleme. Ich habe nur noch 40 Sekunden. Oh Gott, wenn ich hier runterfalle. Ein Fehltritt. Und aus mir werden Einzelteile. Sind diese Dinger überhaupt irgendwie geläufig? Ich kann mich nur erinnern, oh Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ah. Ah, Gott. Schaltkreistraining. Achso, das Ding war einfach nur ausgegangen, ne? Ich habe trotzdem geschafft. Ich habe es geschafft. Yay. Alles klar. So. Warum ist hier ein Minenfeld in der Widerstandsbasis? Aber ich vergesse immer, wo man die Dinge holt. So, Schiffsauswahl nicht verfügbar. Was? Warum nicht? Weil ich gar nicht hier draußen bin. Ach Gott, das Ding ist so gruselig, ne? Schau euch die Augen von dem Ding an. So, cool. So ein imperiales oder erste Ordnung Shuttle. So, nee, ist aber noch mal so ein Ding. Hat irgendwie funktioniert. So. Wie komme ich da ein? Wo ist das Schiffchen? Sieht's ja aus. Hey, 80%, noch 20% und mir fehlen nur noch 4 Dinger, sehe ich gerade.
Noch 4 Steinchen. So, ach ja, da war ja hier, ne? Wie komme ich da rein? Wieder nicht geöffnet. Also man muss das Ding öffnen mit ihm, mit dem Helden. Aber oh, ich sehe gerade eine Karte, das ist so ein Weg hier. Von hier aus ist das. Wie komme ich da hin? Ich spüre die Macht hier. Okay, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Das ist höher. Ha. Huh. Ha. Huh. Kommt man da irgendwie durch die Türen da rein? Nee, ne? Also seht ihr den Weg hier, da nehme ich mal, kommt man da hin, kommt man von aus sein? Nö. Da war ich schon mal drin, ne? Also muss ich ja irgendwie da hingekommen sein, irgendwann mal. So, das ist höher, also muss ich irgendwo da hoch, muss ich. Hier. Ne? Da. Okay, jetzt muss ich irgendwie. Jetzt bin ich schon wieder hier. Nee, jetzt bin ich hier. Hä? Ach komm, das sieht doch voll so aus, als müsste man so dahin. Könnte doch nicht so auf Karte machen und dann irgendwie. Wenn ich da. Pff, wenn ich dann da auftauche, dann. Ist das da nicht. Hm. Dann weiß ich nicht, wie man da hinkommt. Im Moment. So, mehr kann ich auch jetzt irgendwie nicht machen, habe ich so Gefühl erstmal. Also wahrscheinlich schon, aber im Moment bin ich noch ein bisschen. Was ist das hier? Kommt man da raus irgendwie? Ist auch noch irgendwo in der Nähe. Sind zwei Steine in der Nähe. Wo denn? Da war einer. Hm. Da irgendwo, ne? Was für ein herrlicher Tag. Na, ich darf nur das. Kopfgeldjäger haben. Kopfgeldjäger haben einen Tag, ne? Ja. So, da. Und guck mal da. Aber da komme ich wahrscheinlich dahin, ne? Okay, den holen wir uns noch. Ne? Ich kann mir nicht mal die Macht helfen. Hm. Oh mein Gott. So, warum gibst du mir immer die Beine? Face mal den Oberteil, den Oberkörper. Da geht es doch weiter höher, ne? So, warte mal, Beinchen. Komm mal mit. Da komm ich bestimmt auch noch hin. Ich bin General Armitage Hux von der ersten Ordnung.
Ich wusste gar nicht, wie der mit Vornamen hieße. Ich dachte, er heißt einfach nur Hux. Ich dachte, sein Vorname wäre General und sein Nachname Hux. General Hux, General Hux. Ich weiß gar nicht mehr den Kontext von der Szene. Ich hab den Film ja mit dem Vegas im Kino geguckt und wir beide irgendwie, wir haben uns irgendwie darüber kaputt gelacht, hat irgendwie. Da war in der Szene, glaube ich, wo er hier, wo Kylo Ren ja am Ausrasten war, ne? Die einfach nur geschrien hat, so Feuer, Feuer! Da kommt irgendwann, da haben wir uns so gedacht, so irgendwann kommt dann General Hux, sagt so General Hux, General Hux! Ich ist ein Insider, glaube ich. Muss man nicht verstehen. Kann man auch nicht verstehen ohne Kontext, glaube ich. Verstehe halt selber nicht mehr. Na gut, so, das ist unser Sammelwahn für heute. Ne? Die ein paar weiß ich nicht, wie ich die bekomme, aber werde ich schon irgendwie herausfinden. Ne? Bis jetzt habe ich noch alles, was ich mir vorgenommen habe, erreicht. So wie es mit meinem Glückskeks stand, den ich im Neujahr geöffnet habe. Kann halt nur ein bisschen dauern. Warum ist hier einer? Ich nehme an, hier kriege ich dann irgendwann eine Quest, ne? Und es hat eine Belohnung, ne? Boom. Bald wird er meinen sagen, gut. Alles klar, dann sage ich, das war's für diese Folge, ne? In der nächsten Folge machen wir ein paar Missionen, gehen auf andere Planeten und so, ne? Und gucken dann, wie war da so, außer du führst mich jetzt noch irgendwo hier hin? Führst du mich zum Schotter? Ich glaube, er führt mich neu zum Schotter. Hallo? Willst du mich irgendwo hin? Nein? Okay. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen ein paar Quests beim nächsten Mal, Nebenmissionen und so. Und ja, dann gucken wir mal, was wir noch so an Stein finden. Ne? So viele sind ja nicht mehr übrig, ne? Und sollst du auch. Da hoch, sagst du. Und ja, dann ja, heißt es wieder erkunden, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr hinterlasst, bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschö. Mit Ö.